Yeah, Leute, willkommen zurück zu The Evil Within. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich muss mich zuallererst einmal bedanken, dass das Let's Play bei euch scheinbar sehr gut ankommt. Gleich nach 2 Tagen über 8 Aufrufe. Ich meine, okay, bei 68 Abonnenten ist das jetzt nicht unbedingt der Burner. Aber es gefällt mir und ich hätte nicht gedacht, dass das Let's Play so gut ankommt. Und während sich unser Sebastian am Hals gekratzt hat, schauen wir jetzt einfach mal weiter. Da ist Feuer. Ist das gut oder ist das schlecht? So. Ja, wir sind noch immer in diesem Wald hier. Sind hier Gegner? Ich weiß es nämlich gerade ehrlich gesagt nicht. Ja, ich habe 6. Ups. Das wollte ich nicht. Ja, ich verdrück mich immer wieder. Kann ich die von hinten attackieren? Oder soll ich die dann einfach nur ausweichen? Obwohl ausweichen ja in der Hinsicht auch ein bisschen schwer ist. Weil es sind jetzt 2, ne? Und der eine hat sogar einen Stempel durch den Kopf. Oder was auch immer das sein soll. Ja, ich muss mich verkriechen, weil ab und zu ist ja doch weglaufen in dieser Hinsicht die beste Lösung. Ach du Scheiße, da vorne ist ja auch einer. Oh mein Gott. Was machen die da? Lasst euch bloß nicht stören. Ach du Scheiße. Da, haha. Wie laufe ich denn? Okay, jetzt habe ich nachgeladen. Das wollte ich eigentlich nicht. Nichts wie weg von hier. Ja, ich bewege mich ja eh schon so schnell es geht. Nein, so wollte ich nicht. Boah, wie kann ich denn hier sprinten? Ich hab's ehrlich gesagt total vergessen. Gott verdammt! Okay, das war Kapitel 2. Überlebt. Ja, Spiel speichern, warum auch nicht. Jawohl, überschreiben, ja klar. Okay, Sebastian hält es offensichtlich für... Ja, machen wir das gleich mal. Was? Ich habe doch gerade gespeichert, oder nicht? Hä? Ja gut, dann nehmen wir gleich das nächste Kapitel. Ja, Sebastian hielt es offensichtlich am besten, wenn wir einfach runterspringen. Er hat eh einen Zombie mitgenommen. Einen hat er sogar erschossen. Ja, ich bin noch immer ein bisschen kränklich, aber wie man vielleicht merkt, deutlich weniger als beim letzten Part. Ja, durch ein bisschen Auskurieren geht es ja immer ganz gut. Und ja, ich freue mich sehr. Also es freut mich wirklich, dass es bei euch so gut ankommt. Das Spiel hätte ich nicht für möglich gehalten. Und hier muss es ja arschkalt sein. Okay, er ist noch immer verletzt, unser Sebastian. Die Lampe haben wir hinten am Gürtel hängen. Die Klauen der Horde. Was heißt das? Heißt es, dass jetzt eine Horde Gegner auf uns zukommt, oder was? Ach, da ist Munition. Ach, eine Spritze. Soll ich ein bisschen Heilung reinschmeißen? Was sagt denn ihr dazu? Wartet mal, ich schau noch mal eben, wie man genau lädt, wie man sprintet. Steuerung. Schleichen, Tastenkonfiguration. Schießen, Nahkampf. Ach, doch auf L1, aber momentan kann er wahrscheinlich nicht so sprinten. Soll das was zu lesen, oder? Oder auch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Spritze. Wo ist denn die?
Wo ist denn die Spritze? Ja, ich muss da schauen. Inventar auf R gedrückt, okay. Ah, alles klar. So, dann würde ich sagen, ja, das lassen wir mal hier. Ich würde sagen, das machen wir auf dem Oben-Knopf. Nein, das wollte ich nicht. Zieh es wieder zurück. Und das hier. Ja, genau, das machen wir nach unten. Sehr gut. Okay, wir sind eh voll geheilt. Das heißt, wir brauchen nicht einmal eine Spritze einjagen. Jawohl, die Dinger können wir zerstören. Sehr gut. Ja, ich könnte sie auch erschießen. Aber ja, Munition ist hier sehr knapp. Deswegen ist euch das gesagt, dass das nicht so ratsam ist. Wo sind wir hier überhaupt? Ja, kaum spielt man mal ein Spiel eineinhalb Jahre nicht oder so, hat man schon wieder den Faden verloren. Was war denn das? Eine Krähe? Ah. Ui. Laufen Leichen. Okay, die muss ich alle verbrennen. Jawohl. Gott sei Dank. Gott sei Dank wollte ich schon sagen. Schade, dass man hier kein Achievement oder sowas bekommt. Und die lösen sich alle in Asche auf. Naja. Warum auch nicht? Okay, hier steht ein Nagel heraus. Die Tür öffnet sich von alleine. Scheiße. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Scheiße. Das wollte ich auch gerade sagen. Okay, Kontrollpunkt. Also eins muss ich sagen, Kontrollpunkt heißt nie etwas Gutes. Oder zumindest sehr selten. Ja, schauen wir uns mal um hier. Oh, da hängt auch einer. Ja, der könnte ich auch abfackeln. Machen wir es mal? Ja. Warum auch nicht? Vielleicht verliert er doch irgendwas. Spritzen haben wir momentan genug. Essenz. Jawohl, 4000. Verloren hat er nichts. Nein. Schade. Kann ich da rein? Jetzt schon, ja. What the fuck? Habt ihr das gesehen, wie es ihn zerfetzt hat? Ja, geil. Ja, sorry, ich weiß, dass das ein Fail war, aber das sah jetzt so immens geil aus. Okay, auf diese Granaten wollte ich euch noch hinweisen. Ich wusste gar nicht mehr, dass die jetzt schon kommen. Das heißt also, hier würden wir in Stücke gerissen werden von diesen scheiß Granaten. Ja, und ab jetzt werde ich die Ladescreens wieder rausschneiden. Ja, aber die gehen mir einfach nur auf den Sack. Aber das ist schon krass, oder? Wir steigen da rein und werden direkt zerfetzt. Okay, nachdem ich jetzt weiß, dass der Typ nichts verliert, werde ich den gar nicht erst abkugeln. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Ja, genau, schlag das Fenster ein. Ordentlich, dass ich durchkriechen kann. Okay, ordentlich geht's anscheinend nicht. Aber da ist ja auch ein Fenster. Jawohl. Nee, da kann ich nicht durch. Verdammt mich. Und ich wette, da kommt wieder da kommt runter der Zombie. Wo ist denn deine Granate? Ich sehe ehrlich gesagt keine. Aber ist egal. Gehen wir mal rein. Bisschen eleganter vielleicht. Nee, Sebastian ist das egal. Eine Flasche Wein oder was ist das? Sieht ja aus wie eine Flasche Bier. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus damit, aber... Ja. Ja. Genau so geht's. Die geht da durch den Spiegel. Sie ist weg. Ja, und? Tagebuch von Sebastian Castellanos. Dezember 2004, mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Myra Hansen ist ein echter Kracher, zäh und geradlinig, genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen, sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Okay, dann ist Sebastian also doch nicht so ein unschuldiger Typ, wie wir gedacht hätten. Muss ich da jetzt durch oder was? Ja, gehen wir mal.
Aber wer kann einem heißen, knackigen Arsch schon widerstehen, ne? Jetzt können wir wieder laufen, sehr gut. Geh raus. Aber warum kommen wir jetzt zurück? Soll ich jetzt irgendwas aufmotzen? Haben Sie etwas vergessen? Wo ist denn die jetzt? Ach, jetzt kommen sie rein. Nein, speichern will ich jetzt nicht. Ja gut, wenn wir schon mal hier sind, da kann ich ja mal schauen, ob ich die Fähigkeiten irgendwie aufbessern kann. Ja, 4000 ist zwar nicht unbedingt die Welt, aber besser als gar nichts, ne? So, ich würde sagen, die Reserve? Nein, nicht die Reserve. Die Fitness. Die Lebensanzeige. Ja, das kostet 2000. Scheiße da drauf. Ja, das machen wir. Maximale Sprintdauer erhöhen. Nee, können wir uns nicht leisten. Nahkampfschaden. Spritzenwirkung. Nee. Können wir bei den Waffen was verändern? Schauen wir mal. Schadensmultimagazinkapazität wäre am coolsten. Ja, das machen wir gleich mal. Jawohl. Kritisch kostet 1500. Genauigkeit. Nee. Nachladegeschwindigkeit brauchen wir. Ach so, ich. Magazin. Schadensmultiplikator. Ja, nein, das machen wir nicht. Nee, scheiß drauf, das passt schon. So. Ja, jetzt haben wir die Waffe ein bisschen aufgemotzt. Und ich nehme mal stark an, dass wir jetzt da vorne durch müssen. Ach so, er kann ja bloß ein paar Sekunden sprinten. Das ist wie bei Alan Wake, falls er das gespielt hat. Da kann ja, der Alan kann ja auch nicht länger als 5 Sekunden vielleicht sprinten. Gut. Ja, wir müssen immer wieder zurück in diese Klinik. Warum auch immer. So, wenn ich Doppeltrick mache, dann passt das auch. Jawohl, er tritt drauf. Essenz. Jawohl, wieder 300. Ja, wir werden noch viel, viel mehr kriegen, Leute. Keine Angst. Kann ich das irgendwie... Ah, mit der Flasche. Genau, ja, so blöd ist der Devil auch wieder nicht. So, das werfen wir jetzt einfach mal daran. Jawohl. Ja, das können wir nämlich nicht einsammeln. Bah, da ist auch noch eins. Ja, dafür sind die Flaschen gut. Ja. Flaschen zerstören à la Devil. Jawohl. Ach so, das war direkt beim Fenster, deswegen hat es mich zerfetzt. Ja, ist eh klar. Wenn direkt neben mir was explodiert, dann würde ich mich auch zerfetzen. So. Hier ist sonst nichts mehr, alles klar. Ein paar Kerzen. Gut. Gut, gut, gut. Was ist hier noch? Ah, wieder Essenzen, sehr gut. Wie viel? Ah, 500. Ja, ich bin über jede Essenz erfreut. Okay, die Mucke gefällt mir gar nicht. Schauen wir mal rauf. Was? Da brüllt jemand? Keine Ahnung, was das jetzt sollte, aber naja. Eine Vase? Was ist das jetzt? Soll das eine Art Bank sein oder so? Keine Ahnung. Sehr gut. Was ist das? Diese Stielhandgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Aha. Moment. Ja, das legen wir mal auf rechts. 3 haben wir davon. Okay, sehr gut. Sehen wir da schon was? Nee, müssen wir raus. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise.
was macht denn der Typ da? Ja, den haben wir im Krankenwagen gesehen, wie er gerade gesagt hat. So, ja, ich schaue mich trotzdem noch ein bisschen um, weil es könnte ja irgendwo was sein, was wir brauchen. Nein, zertritt das Ding da. Jawohl, da ist nichts drinnen, verdammt ich. Okay, da sehe ich nichts. Kann ich das ja durchbrechen? Nein, kann ich nicht. Ach so, hier geht's auch noch entlang. Ja, ich schaue mich zuerst um, bevor ich mit dem Typen mitgehe, weil der ist mir nicht ganz geheuer, auch wenn es ein Arzt ist. Aha, da können wir rausgucken. Ja, sieht ganz schön ungeheuerlich aus hier. Naja, da können wir runter. Da können wir uns verkriechen. Ja, in dem Spiel werden wir uns genauso wie bei Outlast des Öfteren verkriechen müssen. Habt ihr ja schon mitgekriegt, warum? Sehen tue ich hier gar nichts. Ach, wieder Streichhölzer. Sehr gut. Ja, warum auch nicht, ne? Und wieder Essenz. Ja, komm schon, nimm sie doch. Jawohl, 300 ist zwar nicht unbedingt die Welt, aber besser als gar nichts, ne? So. Gehen wir da wieder runter, oder was? Da ist eine Axt. Warum geht die Tür zu? Ach, ich kann die Axt nehmen? Sehr gut. Ja, mit der kann ich wahrscheinlich zuschlagen. Ein Tisch. Cool. Ich nehme mal eben die Flasche. Jawohl. Oh, da war noch was drinnen. War da noch Wein drin? Hättest du dir die Kante geben können, Sebastian? Ja, ich weiß, der war schlecht. Oh Mann, ich sehe hier gar nichts, Leute. Jetzt mal ehrlich. Ja, verbrenne mal. Jawohl. Ein bisschen Material. Und der gibt wieder nichts her, der Geizkragen. So. Aber da ist ansonsten nichts mehr. Ja, das heißt, wir gehen mal wieder rauf zu unserem Doktor. Wow. Ja, da wäre ich jetzt fast reingerannt. Und ich glaube sogar, dass ich da beim ersten Mal wirklich reingerannt bin, als ich es gespielt habe. Ja, wer ist denn auf sowas gefasst, oder? Ach so, das ist auf der anderen Seite. Boah, ey. Okay, geht auch nichts her. Verdammter Geizkragen. Sehr gut. Ja, hier waren wir ja schon. Gut, dann gehen wir jetzt zu unserem Doktor. Mal schauen, was er mit uns machen will. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Was? Wenn was heißt das, dass wir ihn erledigen müssen, oder wie? Ja, wo ist der jetzt hin? Abscheuliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Die meinst du? Ja. So. Machen wir mal auf hier. Sehr gut. So. Wo geht der jetzt hin? Ach, er nennt sich eine Fackel? Ja, warum auch nicht, ne? Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben!
Hier geht es lang! Der Alte geht dabei noch drauf. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Wir kennen den Typen ja nicht einmal wirklich. Ja, ich nehme mal an, dass wir jetzt runter müssen. Aber wo komme ich da bitte runter? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. What the fuck? Hört ihr das? Scheiße, ich höre schon was. Da ist irgendwo... What the fuck? Der hat auch eine Axt. Jawoll! Voll den Kopf zurück. Jawoll! Ist das mal geil, Leute. Ohne Scheiß. Bah! Autsch! Du blödes Arschgesicht. Oh Mann, was die für Augen hat. Ja, genau in die Fresse schießen. Ja, so viel zum Thema in die Fresse, ne? Aua! Du blöde Made, ey. Stirb! Boah, bakotzt mich nicht. Oh Mann, ey. Ja, ihr seht schon, meine Schießkünste sind nicht die besten. Habe ich jetzt zu lange gewartet oder was? Boah, leckt mich doch, du Schlampe. Ja, sorry für meine... Aua. Ja, ich werde jetzt draufgehen. Ja, ich bin jetzt tot. Ist aber egal, Leute. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle schon den Cut. Wir werden dann dem Doktor das nächste Mal helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt The Evil Within. Bis dahin, macht's gut, Leute.